Hallo, meine lieben Fußballfreunde, und seid ihr ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahmesession von Minecraft Lost. Wir sind hier wieder am Start zu einer weiteren Aufnahmesession. Und ja, ich habe heute vor, ein bisschen schon mal mit dem Lager anzufangen. Wir haben das letzte Mal hier schon so da das Feld gemacht. Weil bevor ich mich so an große Projekte wie, okay, der Baum ist ja noch nicht gewachsen, stimmt, da erinnere ich mich dran. Bevor wir uns aber so an ganz große Projekte ranmachen und wir so unendlich Strip-Mine und wir uns für sehr, sehr viel entscheiden müssen, finde ich, sollten wir uns erstmal hier so um unser Areal kümmern. Sprich, ein gut gefüllt ausgearbeitetes Lager bauen. Außerdem, was ganz hilfreich wäre, wäre halt eine Kuhfarm für sehr, sehr viel Leder. Auch gegen eine Hühnerfarm hätte ich nichts, aber wenn wir irgendwann theoretisch einen Unendlichkeitsbogen haben, wo ich gleich gern auch was zu erzählen kann, weil das im Moment aktuell ist. Aber lieber sowas erstmal, um unser Leben halt einfacher zu gestalten, dass wir halt dann auch alles schön, schnell, einfach einsortieren können, finde ich, ist das halt ganz gut von der Reihenfolge her. Ja, und zum Unendlichkeitsbogen. Da ist aktuell eine sehr tolle Geschichte. Zunächst müsst ihr wissen, jetzt gerade ist... Oh, Leute, ich habe noch nicht mal auf in dem Sinne die Zeit geachtet. Jetzt gerade ist der 2. Juli. Das bedeutet, das Finale zum Confederations Cup ist zu Ende. Und ja, Deutschland hat es geschafft. Waren ja von Anfang an, muss man ja auch dazu sagen, nicht Favorit. Aber man hat es mal wieder allen Kritikern in dem Sinne gezeigt. Und man hat es geschafft, den Confed Cup zu gewinnen. Und sehr, sehr viele Spieler haben überzeugt, auch meiner Meinung nach, wo ich schon denke, dass die nächstes Jahr bei der WM in Russland mit dabei sind. Ja, Russland war ja ganz enttäuschend. Man war in einer Gruppe mit Portugal, Neuseeland und Mexiko. Neuseeland letzter, Russland dritter. Man hat ja das Eröffnungsspiel gegen Neuseeland gewonnen. Aber man hat halt gegen Portugal und gegen Mexiko verloren. Ja, und das führt halt dazu aus russischer Sicht, dass Putin nur beim Eröffnungsspiel, glaube ich, da war. Ich weiß nicht, ob er jetzt noch beim zweiten dabei war, aber ich sag mal, man hat ja noch nicht mal so schlechte Spieler, muss man ja auch dazu sagen, aber man hat dann auch eben, da muss man ja dann auch gucken, wie die Gruppenauslosung für die WM ist, aber man braucht auch Glück bei der Gruppe. Und das hatte dieses Jahr, muss man wirklich sagen, keiner beim Confederations Cup. Denn die Gruppen waren eigentlich sehr, sehr gut. Klar, womit schon viele gerechnet haben, womit ich auch gerechnet habe, ist halt, dass weder ein Neuseeland noch ein Australien so ganz groß überzeugen. Australien hat zwar noch, sage ich mal, im ersten Spiel gegen Deutschland relativ gut dagegen gehalten, war ja auch nur ein 3-2-Erfolg. Letztendlich war es klar, ich weiß gar nicht mehr, wann das letzte Mal Australien gegen Deutschland gewonnen hat. Kann mich noch aber an das 4-0 damals zur WM 2010 erinnern. Müller damals, glaube ich, mit einem Doppelpack, wenn ich mich nicht irre. Aber, naja. Und, nun denn, man ist wirklich gespannt, wen Löw mitnehmen wird. Und ich bin ja aber auch schon so gespannt, wer sich überhaupt noch qualifiziert. Gibt es wieder so Überraschungsmannschaften wie letztes Jahr bei der EM, so ein Island,
die grandios, wirklich ein grandioses Team hatten, im Moment immer noch haben. Und ja, auch bis ins Viertelfinale, glaube ich, war das, kommt ist. Nee, oder was, doch Achtelfinale? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Warte mal. Das war. Das war Viertelfinale. Frankreich-Island, das war doch dann 5-2. Und da hat man immer noch Island gefeiert. Ich habe Island auch wirklich sehr gefeiert. Also keiner hat ja wirklich damit gerechnet. Haben ja aber auch namhafte Spieler, muss man ja auch mal dazu sagen. Warte, ist der Baum da schon gewachsen? Nee, der noch nicht. Ja. Nun denn, wir werden hier erstmal nur mal eben so jetzt zum Ablauf. Wir werden jetzt alle Bäume fällen, die es hier zu fällen gibt. Werden noch eine Tree Tap machen, um da hinten, also da, diese zwei Bäume. Und ich weiß gar nicht, ob ich hier sonst noch welche gepflanzt habe. Jedenfalls aber da dann diese Substanz, sag ich mal, rauszuholen für Rubber. Weil wir auch nie wissen, wofür man Rubber noch gebrauchen kann. Jedenfalls, das ist erstmal so der Plan jetzt mal eben. Solange werden wir jetzt ja auch nicht mehr dran sitzen. Ja, jetzt sagt der ein oder andere, kannst du dir doch eine Axt machen. Aber das geht. Ich möchte ja auch noch so ein bisschen dazu reden. Klar, ich rede ja zwar die ganze Zeit. Aber naja. Müsst ihr jetzt mit leben. Ja, aber wie gesagt, ich habe jetzt über das, genau, Deutschland. Also wie gesagt, ich sehe sehr, sehr viele Spieler, die ich nächstes Jahr bei der WM sehe. Und wenn ich jetzt erstmal von den Torhütern von abgehe und auch von einem Jonas Hector, der ja auch bei der EM-Quali eigentlich links gesetzt war und den man jetzt auch für den Confederations Cup mitgenommen hat, als alternative Plattenhardt, der glaube ich nur im Testspiel gegen Dänemark, wenn ich mich nicht irre, zum Einsatz gekommen ist, aber jetzt nicht im Quali-Spiel oder auch noch nicht mal einmal im Confederations Cup, weil genauso wie mit Sandro Wagner, den hat man ja auch nur im Quali-Spiel eingesetzt, hat dann Hattrick erzielt, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, war das. War ja gegen, war das San Marino? Hat man gegen San Marino gespielt? Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen man in der Quali jetzt gespielt hat zuletzt. Naja, jedenfalls sehe ich doch aber einige Spieler bei der WM. Genau, wenn ich jetzt von Hector und den Torhütern absehe und auch von Draxler, der ja als Spieler des Turniers ausgezeichnet wurde. Was mich sehr für ihn freut. Ich denke, das habe ich mich aber auch erst gefragt, warum ist er jetzt Spieler des Turniers? Ich denke, so als junger Spieler, Kapitän und hat wirklich großartige Spiele auch gemacht. Hat ja jedes Spiel gespielt und er hat auch meiner Meinung nach jedes Spiel sehr gut sich präsentiert. Und von daher finde ich zu Recht, Torhüter des Turniers ist im Übrigen Bravo. Und eben Torschützenkönig, Torjäger des Turniers ist Timo Werner mit 3 Toren. Aber man darf nicht vergessen, ein Stindl hat auch 3 Tore erzielt. Heute ja im Finale den entscheidenden Treffer. Und eben Goretzka auch mit 3 Toren. Nee, ich komme, ich fälle erstmal alle Bäume, ehe ich die Setzlinge wegwerfe. Das sind noch 2 Bäume. Soll ich jetzt wirklich noch eine Axt machen? Nein, komm, ich bin jetzt schon dabei, jetzt denke ich selbst darüber nach. Alles klar. Also wir haben. Oh, ich sollte nicht ins Menü gehen, in dem Sinne. In mein Inventar. Nee, aber wen sehe ich nächstes Jahr? Ich sehe ganz klar einen Timo Werner im Kader der WM. Ich sehe auch meiner Meinung nach ganz klar einen Goretzka. Ich sehe auch ganz klar, klingt vielleicht komisch, aber auch vielleicht ein Armin Jungs, weil ich finde, linker Flügel und rechter Flügel sind mit dem Sturm
die größten Baustellen im deutschen Team.